laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ombrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Hugo. Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Servus Leute, herzlich willkommen zurück. Heute geht's weiter mit A Plague Tale: Innocence mit Kapitel Nummer 5. Im letzten Kapitel hatten wir den Dr. Laurentius getroffen. Allerdings ist das nur ein kurzes Treffen gewesen. Das hat ihn dann ziemlich schnell dahin gerafft. Er hat uns dann seinen Lehrling, den Lukas, den seht ihr hier, mitgeschickt. Der bringt uns dann zu diesem Chateau. Dort sollen wir wohl irgendwie in Sicherheit kommen. Uns wird irgendwie geholfen oder sowas. Und er hatte noch uns mitgeteilt, der Doktor, dass im Blut unseres Bruders ein Übel steckt, das nun erwacht. Ich weiß noch nicht ganz genau, was damit gemeint ist. Ein Übel, ob das jetzt irgendwie was Okkultes ist, eine Krankheit ist. Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, aber das Übel in seinem Blut ist nun erwacht. Und dann wollen wir jetzt mal loslegen. Hugo ist nämlich schon vorgerannt und er steht da vorne, glaube ich. Nicht, dass wir den hier noch verlieren. Ja, und dann legen wir einfach mal los und schauen mal, wie es weitergeht. Oh, ich dachte, der Lukas geht vor, er kennt den Weg. Ist dir nicht kalt? Ja, ein bisschen schon. Hugo scheint es nichts auszumachen. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja, aber er sollte näher bei uns bleiben. Ja, der Kleine rennt immer vorne weg. Hops, hops, hops! Hugo, wo willst du hin? Hugo! Natürlich wieder sehr schön hier auch an der Stelle. Die Umgebung. Oh! Hey, Sigma, ich bin ein Ritter! Ein englischer Schild. Wo hast du den her? Der lag da drüben auf der Erde. Hör zu, Hugo. Leg ihn weg. Das ist nichts für Kinder. Ah, Spielverderberin! Los, weiter! Riechst du das? Wie das stinkt. Ja, fürchterlich. Ist natürlich verwunderlich, so ein englisches Schild hier zu finden. Wir befinden uns ja in Frankreich. Wie das hier den Weg hergefunden hat, weiß ich jetzt auch nicht. Und irgendwas stinkt hier, aber gewaltig. Ach, warte mal. Da blinkt doch was. Schwefel haben wir gefunden. Dann geht's aber, denke ich, hier weiter. Amicia, Lukas, kommt schnell her! Oh mein Gott! Sind sie alle tot? Wir können nicht weiter. Amicia, wir müssen dem Aquädukt folgen. Die Beute der Raben überquere das Schlachtfeld. Ja, das ist mal ein gewaltiges Schlachtfeld. Da liegen jede Menge Leichen. Oh mein Gott. Amicia, müssen wir über sie drüber laufen? Ja, Hugo. Wir haben keine Wahl. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn wir hier wieder auf Ratten stoßen. Ob wir ihnen wehtun? Geh einfach weiter, Hugo. Los. Nicht hier sein. Oh, dieser Gestank. Kaum auszuhalten. Mir ist schlecht. Nicht hinsehen. Konzentrier dich auf das Aquädukt.
Lukas? Oh nein. Ja. Bleib weg von ihm. Amicia, sie sind überall. Hunderte von ihnen. Das darf doch nicht wahr sein. Sag ich ja. Kriegen wir hier drüben auch. Wir kriegen doch bestimmt wieder irgendwo eine Fackel oder so einen Stock. Was haben wir hier? Alkohol. Nur. Ja, oh, ich nicht zu nah. Wir haben hier zwar Feuer. Ich sehe jetzt aber noch nicht. Schwefel, Stein. Ich sehe jetzt aber nicht, wo wir hier einen Stock oder eine Fackel hätten. Also das schaut mir so aus, als ob wir das... Ah, das habe ich ja ganz vergessen. Wir haben ja beim letzten Mal... haben wir doch so eine neue Funktion dazu gelernt. Das weiß ich ja... Wie war das denn nochmal? Ignifer, genau, entzündet Glut. Ist das so gewesen? Ja, ja, ganz vergessen, wir können ja jetzt auch selbst entzünden. So, aber... Ja, ja, bleib mal bloß fern hier. Und Lukas, du schaust auch, dass du nicht zu nah gehst. Ah, hier. Zum Entzünden. Ah, geht weg. Jetzt habe ich aber keine mehr, oder? Da drüben ist Heu. Du solltest es in Brand setzen können. Macht euch bereit. Ja, wir müssen das Heu in Brand setzen, allerdings... haben wir jetzt das Problem... Oder mache ich das verkehrt? Jetzt haben wir das Problem zum Herstellen. Ah. Ja. Okay. So, jetzt geht's weiter. Ich habe das mit dem Herstellen überlesen bzw. vergessen. Da drüben sind Leute. Das sind keine Soldaten. Was haben sie da gemacht? Oh nein! Lukas ist gestorben. Ah. Jetzt muss ich aber auf zwei Bengel aufpassen, ne? Lukas, am besten nehme ich den auch bei der Hand. Ja. Die Ratten, bleibt weg von ihnen. Amicia, sie sind überall. Hunderte von ihnen. Das darf doch nicht wahr sein. So, jetzt passen wir mal ein bisschen besser auf den Lukas auf. So. Nicht genug Material. Okay, ich hoffe. Ja, dann geht's. Los, lauf! Ja. So, was macht Lukas? Wo ist Lukas? Ja, ja, ja.
Ja. Das Heu brennt nicht ewig. Also am besten durchrushen. Oh nein, die Ratten, bleibt weg von ihnen. Amicia, sie sind überall, hunderte von ihnen. Das darf doch nicht wahr sein. Probieren wir es mal mit dem Durchrushen. Lukas, bitte bleib bei uns. Da drüben sind Leute. Wir haben Gewässer. Das sind keine Soldaten. Lass uns abhauen. Was haben sie da gemacht? Das waren Plünderer. Boah, das sind zu viele. Lukas! Genau wie wir. Guck mal, hier oben noch, ja. Ist trotzdem ein bisschen schmal hier, ne? Ich hoffe, Lukas. Ja, okay. Ich würde gerne noch mal in die Kiste hier ran, ne? So. So kommen wir hier nicht durch. Wir brauchen Feuer. Amicia, da unten liegen Holzstöcke herum, aber die Ratten sind überall. Ja, die holen wir uns gleich. Kannst du mir zur Hand gehen? In Ordnung. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Hugo, hör zu, du musst das erledigen. Aber ich kann nicht, da sind überall Ratten. Wir müssen uns einen Weg hindurch. Alles ist gut. Geh jetzt. Ja, ja. Sei vorsichtig. Was haben wir denn jetzt vor? Kannst du das übernehmen? Nein, ich kann nicht. Schaffst du das? Ich kann nicht, Amicia. Hätten wir das Feuer? Hätten wir. Ja, wir müssen das Feuer. An die Windmühle. Der Arm des Trebuchets sieht brennbar aus. Stimmt, ich versuche ihn mit dem Ignifer in Brand zu setzen. Kannst du bitte mit Hand anlegen? Gut. So, jetzt müsste es gehen. Denkst du, du kriegst das hin? Ja. Ja, ich hab's geschafft. Gut, jetzt komm zurück. Bitte. Au, meine Arme. Sie sind wie gelähmt. Gut gemacht, ihr beiden. So, wir wissen ja, der Stock, der hält nicht lange an. Schauen wir erstmal, in welche Richtung wir danach am besten gehen. Können wir eigentlich mehrere Stöcke tragen? Oder darüber. Aber da sind ja auch noch Ratten. Dann haben wir keine Stöcke mehr. Ja, wir probieren es einfach mal. Try and Error. Kann ich mir hier jetzt noch einen Stock nehmen? Nein, kann ich nicht. Ja, und jetzt, das war's auch schon so. Wer ist da? Dr. Hins Gras, schnell, er darf uns nicht sehen. Was ist das? Amicia, seine Laterne. Ich. War wohl doch nichts. Alles klar. Er kommt. Hey, was hab ich. Belga. Oh Gott. Das ist furchtbar. Aber es hat funktioniert. Ich schätze, jetzt kommen wir hier vorbei, oder? Schnell. Lukas? So. Ja, man muss Opfer bringen, ne? Zu viele Ratten. Wir sitzen fest.
in den Turm. Da ist Licht. Ja, das mit dem Turm war eine schlechte Idee. Jetzt weiß ich nicht, was sie jetzt von mir wollte, überquere das Schlachtfeld ja, wegen dem Turm. Also wir können hier vorne auf jeden Fall noch was entzünden, das sehe ich. Zu viele Ratten. Wir sitzen fest. Beziehungsweise... nicht gesehen. Hatte der auch so eine Laterne in der Hand, die wir zerschießen können? Mal probieren. Ja, so geht das auch. Okay. Schauen wir mal am Turm vorbei. Genau, hier gibt es Stöcke. Trapete haben wir schon genug. Können wir irgendwas verbessern? Nee. Okay, Stöcke. Hier geht es noch hoch oder was? Kletter hoch, unverzüglich. Unverzüglich. Oh, was sind wir hier? Wo sollen wir lang gehen? Okay. Wir sind überall. Folge mir. In Ordnung. Also, Stöcke haben wir. Das lässt sich entzünden, das sehe ich schon. Oh, da drüben sind auch noch welche. Ich würde dann erstmal versuchen, das hier drüben zu entzünden, oder? Ich probier's mal. Okay, dann haben wir zumindest hier in der Mitte safe. Und hier kommen wir mit dem Stock dann durch. Ja, da war noch was. Wir müssen schieben. Ich helfe mit. Pass auf, wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Das ist nämlich das Problem. Kann ich denn? Ich kann auch nicht loslassen, ne? Ich kann auch nicht loslassen. Das ist ein... Ah, Mist, ich bin zu weit nach hinten. Ich habe versucht, die Laterne zu treffen. Ich denke, das ist der richtige Weg, aber spielen wir gleich nochmal besser hin. Beziehungsweise, vielleicht mit so einem Topf könnten wir den erstmal auf uns aufmerksam machen. Dann haben wir nicht das Problem mit dem Wagen, den wir da uns vor uns herziehen. Hätte ich das vorher entzünden? Kann ich das jetzt noch entzünden? Ja. Oh nein! Wir probieren es jetzt anders. Lukas, geh mal nicht zu nah da, ne? Du weißt, die Ratten. Wir probieren es anders. Wir nehmen so einen Topf.
gucken, ob wir den auf uns aufmerksam machen können. Ja. So. Wir müssen schieben. Ich helfe mit. Pass auf, verbrenn dich nicht. Ja, den haben sie. Ah, ne, da liegt er. Okay. Oh, den haben sie ziemlich sauber. Die Räder stecken im Schlamm fest. Wir müssen ihn stehen lassen. Kommt mit. Was zur Hölle machst du denn? Halt ihn fest! Ist ja widerlich. Ja, kommen wir aber nicht durch, ne? Schon klar, aber. Was? Die Ratten fressen den doch sowieso. Ja, hast wohl recht. Bewegt sich kein Stück. Soll ich's mal versuchen? Nicht zu fassen. Wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Psst. Wir finden eine Lösung. Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Von da die Fackel. Verfluchten Drecksviecher. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Bleibt hier. Ich warte auf dich. Jungs, ihr habt mich eingebaut. Ich komme hier nicht mehr raus. Die Luft ist rein. Ich folge dir. Wartet hier. Und psst. Gut. Mist. Gehen wir. Mist. Hab verstanden. Ja. Das war's dann. Ja, das war jetzt aber nicht meine Schuld, ne? Ihr habt genau gesehen, wie die Jungs mich da eingebaut haben. Wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Psst. Wir finden eine Lösung. Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Ach, diese verfluchten Drecksviecher. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Das hat tatsächlich ziemlich gut geklappt. Verdammt! Und dafür die ganze Mühe? Was machst du jetzt damit? Muss ich mir noch überlegen. Okay, komm mit. Los, los! Sofort! Puh! So. Hier rauf, schätze ich mal, ne? Legen wir die Fackel ab und dann klettern wir hier rauf. Komm, kletter hoch. Na gut, keine Angst. Ja, das mit den Ratten ist schon eine Plage. Mehr Stöcke im Bauch. Sieh mich denn. Versuch alles um dich herum zu ignorieren, Hugo. Oh, noch ein bisschen Zunder hier, ne? Ja, das reicht leider noch nicht ganz. Amicia, was? Sie werden von ihnen angezogen. Ah, okay. Das Spiel hilft dir immer wieder mal hier und da. So, wenn die unten sind. Ja. Ich schätze mal, wir treiben die Ratten auf ihn, ne?
lasst mich nicht zurück! Ich flehe euch an! Das kann nicht wahr sein! Hier entlang! Kommt! Oh nein! Die Fackel! Wir müssen ohne sie weiter, Amicia! Soldat, er versperrt uns den Weg. Ich sehe keinen anderen Ausweg. Verdammt. Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihn überrumpeln. Hier, nimm das. Was soll ich mit dem Zeug machen? Somnum, du wirst schon sehen. Du musst es vermischen. Somnum, eliminiert Gegner, ohne Geräusche zu verursachen. Etwa so? Jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst, Lukas? Gut, ich hoffe, du weißt, was du tust. So, nun lässt Gegner endgültig einschlafen. Nähe dich unbemerkt einem Gegner von hinten und drücke E, sobald das Symbol angezeigt wird, um alles zu verwenden. Okay, dann schleichen wir uns mal langsam von hinten ran. Ja, Sandmann, lieber Sandmann. Für eine Weile. Danke. Das wird uns das Leben retten. Ja, okay. Also falls wir gepackt werden, ist das auch nochmal eine Möglichkeit, um uns loszureißen. So, dann geht's weiter mit dem Ignifer. Ja, erstmal was herstellen. Noch eine Maschine. Die sieht ein wenig anders aus. Oh. Ja, die Frage ist, was passiert, wenn wir hier die Maschine betätigen? Aber uns bleibt ja nichts übrig. Wir müssen es einfach mal ausprobieren. Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Ja, ich lasse los. Achtung! Das muss ich machen. Unverzüglich. Denkst du, du kriegst das hin? Ja. Okay. Ein Pendel. So, müssen wir mitpendeln. Jetzt. Oh, ich hoffe, Lukas schafft das. Lukas! Er steht einfach da. Warum ist er denn nicht mitgekommen? Mensch, Lukas. Kannst du das übernehmen? Ja, und nun komm rüber, ne? Stimmt denn nicht mit dem? Kommst du mit? Rührt euch nicht vom Fleck. Ich bin gleich gut. Ihr könnt kommen. Ich warte auf dich. Warum? Jetzt nochmal. Warum wartet er hier? Schaffst du das? Wird gemacht. So, müssen wir da drüben was erledigen, dann kommen wir wieder zurück. Das musst du
machen. Ich kann nicht. Jetzt, oder? Du kriegst das hin? Los, Hugo, genau so. Ja, sehr gut. Dankeschön. Kannst du das übernehmen? So, jetzt haben wir den Stock. Dann kommen wir hier rüber. Ja, da haben wir Licht. So, jetzt aber, Lukas, bitte bleib bei mir. Ihr habt's geschafft. Da können wir uns bei Hugo bedanken. Ich will nur, dass wir hier wegkommen. Ich auch. Na los, gehen wir. Meine Güte. Oh. Gehen wir unten durch. So, die Frage ist, wo geht's jetzt weiter? Also wir haben keinen Stock, hier sind keine Stöcke. Nee, keine Stöcke. Da drüben ist doch so ein Wehr zum Schieben, ja. Lukas. Aber wie kommen wir da jetzt rüber? Ah, okay. Der Karren ist mit einer Kette festgemacht. Ja, das ist das Problem. Kriegen wir das hier irgendwie getrennt? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Probier mal. Macht euch bereit. Wir müssen im Licht bleiben. Los, okay, krass. Los. Wir halten ihn nicht auf? Nein, lauf! Das gefällt mir aber nicht. Aber es funktioniert doch. Na gut, es hat funktioniert. Nein. Oh Gott. Ja, er eben sagte doch, es hat funktioniert. Na gut, es hat funktioniert. Mensch, Lukas, du musst echt besser aufpassen. So, jetzt haben wir da einen Typen mit einer Fackel. Ja gut, Fackel ist ja kein Problem. Laterne meine ich natürlich. So, dann zünden wir. Oh. Dann zünden wir den Stock an. Und. Ja, laufen wir mal nach da vorne zur nächsten Fackel. Da, auf dem Turm. Sind das etwa. Ja. Tote. Oh, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Ja, das war zu knapp. Jetzt habe ich aber auch gerade gesehen,
dass die Kette oben auch nochmal. Wo habe ich das gerade? Achso, da ist der Typ wieder natürlich. Ja. Jetzt habe ich doch gesehen gehabt. Ja, genau hier. Okay. Nein. So, jetzt soll das klappen. Laufen wir besser hier rum. So, der. Geht's hier hoch? Ja, hier geht's hoch. Okay. Ich helfe dir hoch. Ich kann nicht. Amicia, ich fühle mich nicht gut. Was ist denn? Mein Kopf. Die Makula. Er hat Angst. Wir müssen hier raus. Hugo, Hugo, denk an die Frösche. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Du bist ihnen nachgelaufen. Na los, wir suchen noch mehr von ihnen. Ja, wir müssen hier raus, Amicia. Das werden wir. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Nur Mut, Leute. Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Dann los jetzt. Gaien gehört uns. Gott. Das war ein Geräusch, oder? Ach. Ja. Ja. Viele. Wir haben keine andere Wahl. Nur Mut, Leute. Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Dann los jetzt! Gaien gehört uns! Was war das für ein Geräusch, hä? Amicia, ich bin so müde. Siehst du, da sind schon wieder Bäume. Ich glaube, wir sind langsam am Ende angelangt. Na endlich. Wo kommt ihr denn her? Seid ihr allein? Achtung! Sag schon, Drecksack. Das ist meine Schwester, Bastard. Jetzt lasst uns gehen. Ihr werdet uns auch nie wiedersehen. Versprochen. Sicher nicht.
Da, wo ich herkomme, werden Plünderer auf der Stelle hingerichtet. Was sollen wir tun? Zu riskant. Hier lang. Naja, wir könnten uns ja auch anschleichen. Hey, und was ist mit denen? Die lasst ihr einfach gehen? Was? Hey! Jetzt! Okay. Ich hatte zwar... Lass uns abhauen. Was anderes vor, aber so hat's auch funktioniert. Da! Da! Sie fliehen! Hey! Hey! Hugo! Lauf! Amicia! Lass mich los! Kapitel 6, beschädigte Güter. Ja, sind wir schon mal in der angekommen von Kapitel 5. Schauen wir, sollten wir, kriegen wir noch einen kleinen Teaser? Kleine, aufwachen! Hier ist was. Hast Glück gehabt. Der gemeine Leichenfledderer kriegt ein Schwert in den Bauch, ohne viele Fragen. Aber ich hab ein Auge auf den hübschen Schmuck geworfen. Glücklicherweise mag ich Gold mehr als Blut, Lady de Rune. Wo ist mein Bruder? Halt's Maul! Je besser du aussiehst, desto höher das Lösegeld. Hab die Ware vielleicht schon ein bisschen beschädigt. Lösegeld? Wer bezahlt das? Wirst du schon sehen. Du bist nicht mehr im Chateau, also Schnauze, Kleine. Räudiger Köter. Das ist Arthur. Das ist alles eure Schuld. Wo ist mein Bruder? Hey, sei leise. Die Schweine haben meine Schleuder. Die brauchst du nicht. Ja, also wir sind am Ende angekommen von diesem Video und von Kapitel 6 natürlich. Das ist schon der Teaser auf Kapitel 5, meinte ich. Das hier ist schon der Teaser für Kapitel 6. Ja. Lukas haben wir verloren, wir wissen nicht, wo Hugo ist, den müssen wir wiederfinden, unseren Bruder. Und die beiden Banditen von eben, denen wir geholfen haben, helfen uns jetzt. Eine Hand wisch die andere. Und ich bin natürlich jetzt auch gespannt, wie es weitergeht. Aber da müssen wir uns leider bis zum nächsten Video gedulden. Also, schön, dass ihr dabei gewesen seid und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, tschüss.